fürs Tor. Du musst jetzt was tun. Was denn? Ganz ruhig und musst was tun. Zieh zu dir. Welchen? Den da. Zu mir ziehen. Ziehst nach oben. Nach da. Nach oben. Drei. Ja. Oh. Sollen wir jemanden anrufen? Nee, musst du nicht. An den Metalldingen hier hängen geblieben, ey. Damit wäre auch geklärt, wer die Sturz-Challenge gewonnen hat. Als Trophäe durfte er sein Fahrrad aus dem Hang hochziehen. Wir sind dann entspannt die Gletscherstraße zum Hotel runtergerollt. Aber was war passiert? Er ist an diesem Metallpfosten mit der Kurbel oder dem Pedal hängen geblieben, da beides zerstört wurde. Sein Zeh war jedoch nicht gebrochen und der Arzt, den wir am nächsten Tag aufsuchten, sagte, Schienen und ein paar Ibos reinballern, dann darf er wieder biken. Der Tag danach. Wir leben beide noch. Ja, wir leben noch. Wir leben noch. So, jetzt kontrollieren wir, ob die Fahrräder noch leben. Hier hatten wir schon ein bisschen Abenteuer. Da die Kurbel ja krumm war, mussten wir jetzt 5 Bike-Läden abklappern, bis wir eine Kurbel gefunden haben für einen Bosch-Motor. Heute jetzt endlich 2. Tag in Sölden, wo wir auch mal Bike fahren. Wir sind schon 4 Tage hier. Wieder ein voller Erfolg gewesen. Also fahren wir mal da hoch. So, Projekt 4000 startet. Ein Projekt nicht fallen. Was ist Projekt 4000? Es kam jemand auf die grandiose Idee, 4000 Tiefenmeter an diesem Tag zu machen. Ich fand diese Idee so bekloppt, dass ich direkt Ja gesagt habe. War vor dich. Ja, lass dich nicht mehr vor. Die erste Abfahrt des Tages führte uns auf der Ebene und online ins Tal. Die Wetterbedingungen waren nicht so ganz so gut. Ich habe es mal wieder vercheckt und war komplett auf Sommer eingestellt und hatte entsprechend auch gepackt. Zum Glück hatte ich noch eine Regenjacke im Rucksack. Nach 756 Tiefenmeter sind wir wieder an der Liftstation und fahren wieder hoch. Ja, das wird wohl noch ein paar Abfahrten geben. Hallo Kuh, wie geht's dir? Morgen Kuh. Als nächstes fahren wir die Tereline, aka Murmelbahn. Nur dass ich diesmal etwas zurückhaltender unterwegs bin, nach meinem kleinen Fauxpas mit dem Sensoito-Anlieger. War echt eine dumme Aktion von mir. Wie auch immer, an dem Bike, was einen 8-fachen V60 gemacht hat und einen Baum gelandet ist, war zusätzlich zu der Kurbel und den Pedalen nur das Schaltwerk und das Schaltauge krumm. Haben wir beides ausgetauscht. An meinem Bike war eigentlich gar nichts, nur ein paar kleine Kratzer an der Gabel und am Lenker. Aber es ist mir beides im Grunde egal, weil es fährt ja noch. Wir hatten aber echt Glück, dass nicht mehr passiert ist. Nach weiteren 763 Tiefenmeter sind wir wieder im Tal und fahren zur Abwechslung mal die Tschitschijochbahn auf der anderen Seite von Sölden hoch. Oben angekommen starten wir direkt in die Habeline rein, ist ein weiterer blauer S1 Trail und gehört auch zur Kategorie Shaped Lines, sieht man ja auch. Der Trail führt oberhalb der Baumgrenze entlang und wenn man da so schön ins Tal runter guckt und man sieht dann den Trail, wie er sich so lang schlängelt, ist einfach ein geiles Gefühl. Panorama noch mitnehmen. Nach der Habeline geht es über den Rettenbach-Trail mit dieser malerischen Aussicht zum Sessellift, damit wir zur Ohlweite hochfahren können. Mit den beiden Trails haben wir weitere 358 Tiefenmeter vernichtet. Ist jetzt nicht so viel gewesen, aber wir haben schon fast die Hälfte erreicht von unserem Ziel. Das war die Kurve.
Gemeistert! Wie im letzten Video angekündigt, probieren wir jetzt ein paar andere Kameraperspektiven aus. Naja, im Grunde nur eine andere. Die GoPro nach hinten gerichtet. Das hier ist Superview mit Hyperboost. Falls überhaupt jemand interessiert, ich glaube ja nicht. Aber genießen wir nun einfach den Trail und die Aussicht. Auf den Trail schauen, auf den Trail schauen. Ja, der Ohlweide-Trail nimmt einfach kein Ende. Was ich aber nicht schlimm finde, ich finde es einfach nur geil. Die haben auch den Modus von Superview auf Linear geändert bei der GoPro. Einfach mal zum Ausprobieren, wie sich das so auswirkt. Sollten wir vielleicht das mal öfters machen bei den Perspektiven? Wer Langeweile hat, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich Langeweile habe, lese ich sie dann sogar. Jetzt wurde es aber mal Zeit für die Mittagspause. Wir sind kurz vorm Ende der Ohlweide wieder auf den Rettenbach-Trail gewechselt, um dort über den Gampe-Trail zur Alm runterzufahren, wo es leckere Nahrung gibt. Der Gampe-Trail ist übrigens ein roter S2 Naturtrail. Mein erster Naturtrail auf dieser Tour, der etwas anspruchsvoller ist. Und ja, es dürfen auch Wanderer hier laufen. Satt und müde geht es wieder zum Sessellift, um nochmal auf die Ohlweide hochzufahren, aber diesmal mit einem anderen Ziel. Die erste Abfahrt von der Ohlweide hat uns weitere 720 Tiefenmeter auf unserem Konto gut geschrieben. Somit haben wir die Hälfte von unserem Projekt 4000 geschafft. Im nächsten Video gibt es dann die Auflösung, ob wir siegreich im Hotel ankommen oder ob wir gescheitert sind.